Die Tür kann ich ja eh nicht öffnen. Ich dachte gerade ganz kurz, ein Flinkheitsring. Ein Ausnüchterungsring. Ich weiß gar nicht, was wir mit einer Ausrüstung... Ausnüchterungsring. Was könnte er uns bringen? Irgendwas zum Ausnüchtern. Ich glaube, wir müssen sowieso nochmal zurück, wa? Wenn wir hier nachher durch sind, weil die MP von Anne geht langsam zu Neige. Und da ich eine absolut... Oh, ich will den Troll besiegen. Der ist weg. Sehr gut. Ach. Das darfst du nicht machen. Das tut nämlich wirklich weh. Krach tut wirklich... es tut wirklich weh. Ich will uns mal kurz heilen. Ich weiß nicht, ob Todesschlag... doch, Todesstoß müsste gehen, ne? Ich will uns mal ganz kurz heilen, ohne dass es MP kostet. Das war mir noch wichtig. Sind wir nämlich einmal durchgeheilt. Wenn sie schon das mal hat. Sehr gut. Das war wichtig. So, hier oben war ein Troll, habe ich gesehen. Auch nicht mehr, wa? Rüstung. Ich will gegen Trolle kämpfen. Du bist... Ich habe noch nie mal eine Ahnung, was du bist. Ein Gesicht. Ein hässliches Gesicht. Bewahr dir das für die Metallschleime auf. Was soll ich das noch sagen zu den Leuten? Und wenn er nachher die Metallschleime bekommt, ne? Dann interessiert das keinen. Okay, es liest die Inschrift. Unser Dorf wacht über das heilige Gras. Gepriesen sei das Bodura-Gras. Was garantiert in der Mitte irgendwo rumwuselt? Zombie. Sehr schön, im Bett erholen oder sowas wäre echt geil. Ha. Magier. Links. Im Grunde hüpfen wir trotzdem. Da unten wird garantiert irgendwas sein. Bimmelbammel. Ich hätte mich über Eisennägel gefreut. Wir brauchten für irgendwas noch Eisennägel. Ja. So verliebt. Was ist das? Was gibt's? Eine Brandklinge. Klingt eigentlich nice. Irgendwie nach so ein Feuerschwert oder sowas.
Baumwollhandschuhe. Muss ja nicht immer kämpfen, also wieder raus. Eine Mini-Medaille. Müssen wir auch mal wieder hingucken, ne? Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes bekommen. Oh, noch eine Mini-Medaille. Beziehungsweise, was wir als nächstes kriegen da. Ich habe keine Ahnung. Wie lang? Erstmal, ich muss überall gucken. Von außen nach innen arbeiten wir uns. Wir hätten unten noch mal nach rechts gehen sollen. Vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit. Schleimkrone. Mini-Medaille. Sehr schön. Aus einer Tageskiste. Zauberwasser ist auch immer schön, aber wir müssen wirklich nochmal. Wir müssen nochmal die Runde gehen. Wir müssen nochmal die Runde gehen. Wir müssen noch zu dieser einen Tageskiste, die bestimmt sowas von viel Wertvolldrinnigkeit hat. Wertvolldrinnigkeit? Hey, weiß mich nicht. Zombie! Mist. Letzten Angriffe wurden schlecht. Langwierig. So. Aber wir kriegen Geld. Weil wir für Geld einfach nur Goldgolems töten müssen. In der Wüste. So, jetzt haben wir alles abgemacht. Guck hier, Zauberwasser kann man immer gebrauchen. Weil ich ja auch so viel MP wiederherstelle, weil ich ja auch so einer bin. So einer bin ich. Sehr gut. Oh, Sandy, Level up. Sandy, nix kriegen, nix können, nix machen. So. Jetzt müssen wir offiziell. Jetzt müssen wir offiziell gehen. Das heißt, hier rüber und da raus. Hier sind sehr viele Tote. Dieses Gras haben wir es zu verdanken, dass die Bestie unser Heiligtum noch nicht betraten. Gepriesen sei das Buduras-Gras. Sei gegrüßt, Reisende aus fernen Ländern. Wir Einwohner dieses Dorfes verstecken uns, bis die Monster weg sind. Ihr seid tot. Entschuldigung, wollt euch. Manchmal frage ich mich, sind wir bereits hinübergegangen in die andere Welt? Die Grenzen verschwimmen. Aber Grenzun ist unser geliebter Heimat. Was auch geschieht, sie können wir nicht verlassen.
Eine aus unserem Volk hat uns verlassen. Sie lebt jetzt in der Bazurg-Siedlung. Ich frage mich, ob es ihr gut geht. Sie heißt Bayamara oder wie auch immer. Ihr Körper war schwächer als der andere, aber sie arbeitete hart und war von angenehmem Wesen. Hier in der Nähe wächst das wundersame Bodura-Gras. Unsere Vorfahren haben uns gesagt, der Saft aus diesem Gras habe die Kraft, die wahre Form eines Ungeheuers zu enthüllen. Falls es zufällig zu einem Kampf kommt. Ich weiß, wir haben keinerlei Heilung oder sonst irgendetwas. Und manchmal hoffe ich auch einfach nur auf Gutes. Aber wir speichern mal vorher. Ich habe auch keine Lust zurückzugehen, deswegen. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg nochmal zu latschen, deswegen sind wir jetzt einfach mal knallhart. Aber ich will auch kein Zauberwasser verschwenden, nachher ist hier kein Kampf. Das soll sein, das mit den Augen übersehende Gras. Hier wächst ein seltsames und sehr selten aussehendes Gras. Etwas davon pflücken? Kessel hält Bodura-Gras. Falls jetzt ein Boss kommen sollte oder sowas, will ich halt nicht. Aber es kommt doch garantiert ein Boss und es hat Augen. Gut gemacht, Case. Du bist ein ganz großer Grasrupfer. Jetzt müssen wir es nur noch zu Bazornik bringen. Er ist zurück zu den Jurten gegangen, nicht wahr? Los, wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Kein Boss? Kein Angriff? Nichts Böses? Na, von mir aus? Na, von mir aus. Aber wirklich, ich muss den... Ich dachte, ich komme da lang. Ich habe keine Lust zu. Machen wir das mal. Ich habe keine Lust jetzt da und wieder. Das wäre so eine Riesenrunde und da habe ich keinen Bock drauf. Komm, wir gehen noch den Drachen an. Weil ich so gerne gegen den Drachen kämpfe. Weil er so dick ist. Da drüben ist doch noch was. Schauderschlamm. Nehmen wir mit. Haben wir für irgendetwas verbraucht? Frag mich aber nicht mehr was. Das ist ein umständlicher Weg, den aus dem Weg zu gehen. Aber egal. So, zu den Juten. Wir sollten aber vielleicht erstmal in das Dorf gehen und, naja, einfach mal uns wirklich ausruhen. Wobei wir vielleicht auch erst zu den Jurten gehen können und dann müssen wir sowieso ins Dorf. Das wollte ich jetzt nicht, jetzt habe ich auf die Karte geguckt. Fehlt nicht viel. Sehr gut. Das ist irgendwie immer eine random Chance, wann er mehr Angriff macht und wann nicht. Irgendwie so. So random. Einfach nur random. So, Jurten. Ich hab dein Gras. Dein Jurtengras. Dein Jurtengras hab ich. Nein? Okay. Denn nicht.
Den darfst du ja einfach... Okay. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich besuchen werde, Cornwish? Du darfst nicht mehr hierher kommen. Ah, Case, bitte, ihr dürft mich nicht so erschrecken. Was bringt ihr mir da? Ich glaube, ich habe so etwas vor langer Zeit schon einmal gesehen. Natürlich, Bodura-Gras. Meine Mutter hat es mir gezeigt. Warum tragt ihr es bei euch? Ihr sagt, ihr seid dem Geist meiner Mutter begegnet? Was? Ich bin zwar ein einfacher Mann der Ebene, aber nicht so abergläubig, dass ich so etwas für möglich halten würde. Cornwish, du bist weise wie eh und je. Case hat uns auch geglaubt. Nun müssen wir ihn auch Glauben schenken. Also sprach meine Mutter davon, dieses Bodura-Gras zu nutzen und Saras wahre Gestalt zu enthüllen. Sobald wir das Monster mit einem Aufguss des Bodura-Grases bespritzen, fällt seine Maske und sein wahres Gesicht zeigt sich. Und das wird den Leuten von Bad Zurück die Augen öffnen? So können wir unsere Ebene schützen? Wollt ihr mir das Gras geben? Ja, hier. Bitte. Ich danke euch, Case. Es war eine weise Entscheidung, euch die Wahrheit zu erzählen, wie mir scheint. Jetzt müssen wir das Gras nur noch zermahlen und den Bodura-Aufguss daraus gewinnen. Grr, grr. Ja, Cornwish, nach Bad Zurück. Hä, hat er das gesagt? Ich werde zuerst diejenigen ablenken, die sich draußen befinden. Dann kommst du nach. Grr, grr. So sei es. Hä? Warum versteht er grr, grr? Wir sind der Waldläufer. Bad Zurück bricht auf. Wir müssen ihn begleiten. Schnell. Grr, grr. Na los. Du Huhn. Da ich jetzt aber so ein bisschen Angst habe. Welkheim war das, glaube ich, ne? Dann gehen wir uns da... Wir gehen mal ganz kurz da die Mini-Medaillen ab, weil ich nicht mehr weiß, was wir an den Mini-Medaillen hatten. Und dann teleportieren wir uns da gleich hin. Ich weiß nicht, ob es gleich schon in die 10 startet, deswegen werden wir auch hier uns ausruhen. Weil mit vollen MP geht es uns einfach besser. So, ich habe Mini-Medaillen. Ich weiß nicht mehr, wie viel du wolltest, aber ich habe. Ahoi, Captain Klaubeer. Ihr habt insgesamt 23. Ich halte mein Wort hier wie versprochen. Ein Piratenpulli. Toll. Minimal. Und wenn ihr mir 25 gebt, gebe ich euch maximalen Respekt. Feinstrumpfhose. Warum gibt er mir so eine komischen Sachen? Schon mal überlegt, dass ich keine Feinstrumpfhose haben will? So, ein Piratenpulli habe ich jetzt bekommen. Ja, klasse. Nutzloser Scheiß. Hi. Elftausend Geld, das ist nichts. Das ist mal gerade eine Waffe oder sowas. Uah. Deswegen braucht man Alchemie. Weil man sich die ganze Scheiße dann einfach nur craften kann. So, ab nach Bad Zurück. Wie auch immer da unten. Waren wir hier schon überall? Ich bin mir gerade total unsicher. Waren wir hier schon überall gewesen? Klopfkäppchen. Doch, ich meine schon. Hey. Ich meine, wir waren hier doch schon mal überall. Da hatte ich gesagt, wir wollten erstmal ins Dorf gehen. Ach Gott, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Sehr gut.
Wollen wir ganz... Gut, müssen wir nach ganz rechts? Kommen wir nicht von ganz... Nee, wir kommen von unten rechts. So, nun gehen wir da gleich nochmal hin. Ich will nur kurz mal hier gucken. Hier war doch ein Juwelensack, oder? Gegen den haben wir gekämpft. Ja, ich glaube, dann waren wir hier schon. Ich erinnere mich an einen so ein Juwelensack-Ding. Warte, wir haben hier so eine Fähigkeit für... Flatterpfeil. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, aber... Wir nutzen es. Ich muss niesen. Entschuldigung. Aber ich habe gesehen, der Affe ist tot. Das hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Der Affe ist doch nicht tot. Dann haben wir den Vogel getötet. Ich muss ihn gleich wieder. Nein, dann waren wir doch schon überall gewesen. Gut. Den müssen wir nochmal angreifen. Der gibt Geld. Und wenn etwas Geld gibt, dann müssen wir es mitnehmen. Vielleicht sollten wir mal Kleptomane bei denen machen. Und 336 ist doch nicht so viel. Dann gehen wir nämlich jetzt rein.